Lange Zeit genoss das Ampelmännchen in der Hauptstadt ein ungefährdetes Dasein. Damit könnte es jetzt vorbei sein, denn das Symbol soll geschlechterpolitisch bedenklich sein. Es sind zu viele Männer im Verkehr, oder? Haben Sie jetzt beim über die Straße gehen darauf geachtet, ob das ein Ampelmännchen ist oder eine Ampelfrau? Nee, also ich meine, wurde differenziert? Das ja. Ich würde sagen, es ist ein Mann. Frau. Ein Mann. Ja, dann. Ein grüner Mann. Ob Mann, ob Frau, Hauptsache ist grün, gelb und rot. Wenn Sie irgendwie Fragen haben, die noch höher sind, wenden Sie sich doch bitte an Gott, den Allmächtigen. Gott sei Dank gibt es in Berlin für die Fragen der Emanzipation Martina Matischok-Jelschitschimen. Die SPD-Fraktionschefin im Bezirksparlament ist für Gerechtigkeit im Verkehr. Es wäre ein schönes Zeichen für Frauen, wenn auch Ampeln Frauenbilder darstellen. Insbesondere dann die Ampelfrau. Weil es so wichtig ist, noch einmal in Ruhe. Es wäre ein schönes Zeichen für Frauen, wenn auch Ampeln Frauenbilder darstellen. Insbesondere dann die Ampelfrau. Im Mai legte die SPD im Bezirksamt Mitte die Drucksache 14144 vor. Darin genderpolitischer Sprengstoff, die Ampelfrau soll kommen. Und zwar nicht irgendeine. Zitat aus der Begründung. Bei der Umsetzung ist darauf zu achten, dass das moderne Frauenbild wiedergegeben wird, um einem Rollen- oder Sexismus-Klischee entgegenzuwirken. Die moderne, selbstbewusste Frau trägt in der Regel keine Zöpfe und keine weiten Röcke. Doch wie soll die klischeefreie Ampelfrau aussehen? Wir machen Frau Matischok-Jelschitschimen einige Vorschläge. So sehen viele junge Frauen zum Teil aus. Also es kann eine Businessfrau sein, es kann aber auch eine Frau sein, die einfach so unterwegs ist. Das weniger, das können Sie schon mal nehmen. Ist niedlich, aber die Körperhaltung. Wenn Sie im Rhetorikkurs sind, lernen Sie, dass man nicht über Kreuz stehen sollte. Die Armhaltung zeigt ein Stück weit, dass man Beschützerinstinkt wecken möchte. Designer Markus Heckhausen ist so etwas wie der Bewahrer des Ampelpatriarchats. Er besitzt die Rechte am Ampelmann. Seit Jahren sammelt er Lichtverkehrszeichen. Ich stehe tatsächlich in der Mongolei. Ob das Pferd eine Stute ist oder ein Mann, das lässt sich alles nicht ganz so genau erkennen. Der Reiter, würde ich eher sagen, ist ein Mann, also eher traditionell. Hier sehen wir die holländische Ampelfrau, die steht in Amersfoort tatsächlich. Und man sieht, das Problem ist nicht ganz neu mit der Ampelfrau. Die haben sich Gedanken gemacht über eine moderne Frau im Hosenanzug. Und doch aber auf den Zopf konnten sie nicht verzichten, dass man doch klar erkennt, dass eine Ampelfrau ist. Im sächsischen Zwickau hat die geschlechterpolitische Revolution schon ihren Anfang genommen. Wenn auch klischeebeladen. Ausgestellter Rock, geflochtener Zopf. Die Ampelfrau lotst hier alles andere als modern durch den Verkehr. So stellt man sich im hippen Berlin die weibliche Erneuerung jedenfalls nicht vor. Das wiederum amüsiert die lokale Bevölkerung. Entschuldigung, die Damen. Kurze Frage. Wir drehen hier gerade einen kleinen Film über das Ampelmännchen. Zwickau war ja die erste Stadt mit einer Ampelfrau. Ja, was sagen Sie denn zur Ampelfrau? Das ist gut, ja. Berlin streitet jetzt um die Ampelfrau, die wollen die eigentlich auch haben, aber die sagen, die soll nicht so altmodisch angezogen sein wie die hier. Nee. Altmodisch. Wie wollen wir denn das sonst, eine Frau anziehen? Ja. Eine Frau muss eine Frau bleiben. Die sagen Hosenanzug und High Heels oder sowas. Ja, und High Heels. Ja. Wie groß sollten da die Ampelfrau sein? Wo kommt denn das sein? Ist das Spiegel-TV? Nee, das ist Spiegel-TV. Spiegel. Der Zwickauer Joachim Rossberg produziert Ampelmännchen für ganz Sachsen. Und das schon seit DDR-Zeiten. Ich bin mit Ampelmännlein seit 40 Jahren verheiratet. Das heißt, seit 1973 arbeite ich mit diesen Männlein zusammen. Aber sowas habe ich jetzt noch nicht erlebt. Zumindest nicht diese einseitige Diskussion. Doch der ehemalige Direktor des VEB Signaltechnik Wildenfels ist kein Macho. Er verkauft nämlich auch Ampelfrauen, die alten wohlgemerkt. Diese Ampelfrau stellt ja ein Individuum dar, wie das unsere männliche Ampel auch tut. Aber man kann nicht zusammenfassen, alle Menschen, alle Varianten, die es gibt, alle Gruppen und Religionen und so weiter, man kann diese nicht zusammenfassen. Deshalb sagen wir, lasst unsere Ampelfrau so, wie sie ist, lasst unsere Ampelmenschen so, wie es ist. Und die anderen Gruppen können sich da gern anpassen. Zurück in Berlin. Martina Matischok-Jelschitschimen ist noch immer auf der Suche nach einem geeigneten Modell.
Ja, also ich weiß nicht, ob die noch, ob die so dünn ist oder ob das nur so. Also das ist ja nicht lichtdurchlässig genug. Das Grün muss ja schon ein bisschen mehr zu sehen sein. Wäre jetzt nicht verkehrt, wobei natürlich die Schulterhaltung ist nicht unbedingt selbstbewusst. Da sollte man die Schulter nach hinten strecken. Diese Woche wird über den Vorschlag entschieden. Noch unklar ist, ob es Ampelfrau oder Ampelweibchen heißen soll.